Hallo und herzlich willkommen zum Rekrutiererfolgskongress. Und ja, ich habe die Ehre, euch drei Tipps zum Network-Profi mit an die Hand zu geben. Und ja, ich starte gerade so in die Gefühlslage von ganz, ganz vielen. Vielleicht kennst du die Situation. Du hast Network Marketing kennengelernt, du warst an der Präsentation, am Event und das hat dich alles so inspiriert. Die ganzen Geschichten von Menschen, die aus dem Nichts heraus mega Erfolge erzielt haben und du hörst halt diese Stories und du denkst für dich, hey wow, das ist es und jetzt möchte ich mein Leben komplett verändern und du bist so inspiriert, du bist so motiviert, wirklich eine Veränderung in deinem Leben zu schaffen und du gehst dann nach Hause, beginnst die Dinge, die dir mitgeteilt wurden, umzusetzen für dich und irgendwie hast du das Gefühl, bei dir funktioniert das nicht gleich. Im gleichen Moment hast du dein Umfeld, was auf dich, auf dich spricht und sagt, hey, das ist doch komisch und was auch immer. Das heißt, du kriegst halt viele auch negative Impulse und du denkst aber, eigentlich sollten doch alle diese Chance im Network Marketing erkennen. Das geht doch nicht, das muss doch jeder sofort begeistern und du hast so dieses Gefühl in dir, du musst das jedem weitergeben und im gleichen Moment merkst du, dass ganz, ganz viele negativ eingestellt sind. Und diese Motivation fällt dann ein bisschen zurück und zurück und zurück und dann gehst du an den nächsten Event. Und am nächsten Event redest du wieder mit ganz, ganz vielen und auf der Bühne stehen Menschen, die erklären das in den Worten so einfach, so simpel, dass es wirklich für jeden machbar und möglich ist, hier ganz, ganz große Erfolge zu erzielen. Und du bist nach dem Event wieder so motiviert und inspiriert, dass du sagst, boah, jetzt gehe ich raus und erreiche alle meine Ziele und erreiche alle meine Träume, die ich mir in den letzten Jahren gesetzt habe. Und du gehst dann ins Tun. Und in diesem Tun hast du aber trotzdem einfach so das Gefühl, du kommst da rein, du beginnst zu arbeiten und du hast da Absagen und du hast das Gefühl, bei dir steht alles. Es geht nicht wirklich vorwärts. Und im gleichen Moment kriegst du Informationen von anderen Geschäftspartnern in der Company, die neue Rekorde brechen, die neue Einkommen erzielen in Höhen, wo du dir noch gar nicht vorstellen konntest. Und irgendwann hast du für dich so dieses Gefühl, bin ich eigentlich der Einzige, bei dem es nicht wirklich funktioniert? Und ist dieses Geschäft überhaupt für mich geeignet? Kann ich das? Und deine anfängliche Motivation geht so in das über, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Und ich habe das Gefühl, dieses Geschäft funktioniert zwar für andere, aber für mich nicht. In den nächsten Minuten werde ich euch die wichtigsten drei Erfolgsstrategien zeigen, wie du ein wirklicher Network-Profi wirst. Seit über 18 Jahren gehe ich nach diesen Punkten. Es sind simple, einfache Punkte, aber ich bin überzeugt, jeder von euch wird sich was rausziehen können. Und es ist einfach wichtig, dass die kleinen Unterschiede den großen Unterschied machen. Das heißt, wenn du die Spielregeln dieser Branche nicht kennst, dann ist es wichtig, dann ist es auch schwierig, erfolgreich zu werden. Das heißt, wie hört es sich an, dass du nach diesen Informationen einfach alles erreichst? Dass es plötzlich wie ein Flow wird. Es ist nicht mehr anstrengend, dieses Geschäft zu machen. Du hast keine Angst mehr vor Ablehnungen, du gehst raus mit breiter Brust, weil du weißt, das ist ein Business, mit dem wirklich alle, die es richtig umsetzen, erfolgreich werden. Und genau dieses Gefühl brauchst du. Das ist so dieses innere Brennen, diese Begeisterung, wo du übrigens auch nichts verkaufen musst. Weil wenn du von innen begeistert bist, verkaufst du, ohne dass du merkst, dass du verkaufst. Und es ist für die anderen auch kein Verkauf, weil einfach deine Begeisterung
ansteckend ist. Und das ist für mich das Wichtigste überhaupt. Du musst für die Company, für dein Produkt einfach brennen. Ganz klar. Und deswegen sage ich auch, Gewinner, die erkennt man am Start. Die Verlierer allerdings auch, weil man sofort spürt, wie committed, dass die Menschen für ihr Network-Geschäft sind. Und Commitment ist etwas vom Wichtigsten überhaupt. Wenn du das Geschäft startest, so nach dem Motto, ja, wenn es dann nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Ich versuche einfach mal. Versuchen tut aus meiner Sicht immer sehr, sehr weh, weil entweder du machst es oder du lässt es. Und natürlich, ich glaube, jeder sollte einfach mal eine Probezeit machen und sagen, okay, ich stehe da drauf und ich mache es, aber dann mache ich es 100% und nicht 10%. Weil wenn ich nur 10% gebe, ist es von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Etwas vom Wichtigsten ist, dass die Menschen wissen, dass du überzeugt bist, dass sie das spüren. Weil es ist nicht entscheidend, was hier oben herauskommt, sondern die Leute spüren, was emotional rüberkommt für sie. Ob das, was du erzählst, wirklich real, authentisch ist, echt ist. Die Leaders von morgen sind aus meiner Sicht hochauthentisch. Die Leaders von morgen, die arbeiten auch nicht mit Druck, sondern die arbeiten mit Sog. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Bevor wir richtig starten können, ist es wichtig zu verstehen, was die Key Points sind, die Schlüsselpunkte. Und das habe ich schon ein bisschen erwähnt, die Gewinner erkennt man am Start, die Verlierer allerdings auch. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass du ein klares Ziel definiert hast. Also für ein Schiff, was der Hafen nicht kennt, ist jeder Wind der richtige, definitiv. Und viele haben das Gefühl, wenn jetzt hier der Start ist, dass im Network alles so rund läuft, eine Einbahn von Start zum Ziel und dann bin ich erfolgreich. So, das ist aber aus über 18 Jahren Erfahrung nicht die Realität. Sondern du wirst beginnen, du wirst Wege einschlagen und testen und du wirst Dinge ausprobieren, die für dich eben nicht funktionieren. Ist ja klar. Das gehört dazu. Übrigens, wenn du einen Weg einschlägst, dann ja, solltest du nie Angst vor Fehler haben. Weil wenn du ganz, ganz viele Fehler machst, dann wirst du sehr schnell deinen richtigen Weg finden. Ich glaube, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Es gibt nicht dieser eine Weg. Es gibt aber deinen persönlichen Weg. Viele lassen sich abbringen von ihrem persönlichen Weg, weil sie sich tagtäglich vergleichen mit anderen. Und sich zu vergleichen mit anderen führt im Umkehrschluss immer zu Unzufriedenheit. Es gibt immer Menschen, die haben aus deiner Sicht das größere Haus, den schöneren Partner, sind selber erfolgreicher, sehen besser aus, haben das schönere Auto. Und das führt indirekt immer zu Unzufriedenheit. Es geht nicht um Vergleiche, sondern es geht darum, dass du deinen persönlichen Weg findest, deinen Flow, so dass du Menschen anziehen kannst. So übrigens auch, dass du nicht nur erfolgreich bist, sondern auch glücklich bist. Und das, was du machst, auch wirklich liebst. Weil für mich ist Erfolg ganz verschieden definiert. Erfolg ist für mich, wenn du begeistert bist von dem, was du tust und wie du es tust und du liebst, was du tust und das gerne machst. Das gibt eine innere Zufriedenheit. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Geld alleine definitiv nicht glücklich und zufrieden macht. Aber in der Kombination mit dem richtigen Weg ist das definitiv der Jackpot. Genau. Also, was heißt es wirklich, wenn man den Weg im Network anschaut? Wie sieht der meistens wirklich aus? Meine Erfahrung ist,
man geht irgendwo mal einen Weg, man startet, man kriegt die Informationen, man legt da los und hat diese erste Begeisterung. Dann hat man mal einen Rückschlag, man probiert vielleicht mal was anderes aus und plötzlich merkt man, das funktioniert eigentlich nicht. Das andere hat besser funktioniert, dann geht man diesen Weg wieder und dann macht man den nächsten und dann lernt man da wieder was. Und der Anfang, wenn du hier startest in dem Business, ist geprägt von Wegen, die nach vorne gehen und wieder zurückgehen, nach vorne, wieder zurückgehen. Wichtig ist einfach eines, dass du dran bleibst, dass du deine Ziele nicht aus den Augen verlierst und am Schluss da ankommst, wo du wirklich hinkommen möchtest. Und wer das Gefühl hat, es ist alles nur einfach eine Straße in Richtung deiner Ziele und es ist alles einfach, du wirst keine Rückschläge haben, der wird nicht erfolgreich in der Branche. Da bin ich überzeugt. Weil du musst damit leben, dass du auch Fehlschläge machen wirst. Und dann ist es wichtig, genau zu wissen, okay, wo will ich hin? Dieser Antrieb ist entscheidend zu 100%. Weil das ist das, was es halt im Endeffekt auch wirklich ausmacht. Und wenn du genau weißt, wo du hin willst, kannst du auch mit Ablehnung besser umgehen. Weil das ist ja auch ein großes Thema der Leute. Was denken andere über mich? Viele machen sich immer diese Gedanken. Aber andere denken gar nicht so viel nach, wie du denkst, dass sie über dich denken. Weil die Leute haben genug mit sich selber zu tun. Ist einfach so. Aber das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und wenn du dein Ziel vor Augen hast und genau weißt, warum du es machst, und dass du den Menschen einfach eines gibst, eine Chance mit dir gemeinsam auf den Weg zu gehen, seine eigenen Ziele und Träume zu realisieren, dann ist das einfach eine tolle Sache, die du machst. Es gibt aus meiner Sicht bei einem seriös geführten Network-Unternehmen nichts Negatives, sondern du bist begeistert von was und du gibst es weiter. Und das ist doch das Schönste und das Natürlichste überhaupt auf dieser Welt. Und von dem her geht es danach, wenn du die Zielsetzung gemacht hast, einfach darum, Gas zu geben, um wirklich alle Menschen zu informieren. Und um das zu tun, musst du dir natürlich überlegen, warum sollen Menschen mit dir zusammenarbeiten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und deswegen gebe ich dir das so als Tipp, schreib dir das auch auf. Ich würde auf jeden Fall eine Liste machen von mindestens 20 Punkten, wo du dir aufschreibst, warum sollen die Menschen mit dir zusammenarbeiten? Warum mit dir? Und wichtig ist, verstecke dich nicht hinter der Partnerunternehmung, sondern du musst genau wissen, was ist der Vorteil, wenn die Menschen mit dir zusammenarbeiten? Warum mit dir? Warum dein Produkt, also euer Produkt von eurer Company, was sind die Benefits, was sind die Key Points, was ist der Nutzen, warum euer Produkt? Auch hier solltest du dir mindestens 20 Punkte aufschreiben. Warum dein Produkt? So, und das Dritte, was du dir aufschreiben solltest, warum dein Geschäft? Das sind ganz, ganz wichtige Bausteine am Anfang, die für dich einfach klar sein sollten. Und das sind auch die ganz, ganz wichtigen Argumente. Wenn du das hast, dann hast du einfach eine ganz andere Selbstsicherheit. Und warum dein Geschäft? Es gibt so viele Punkte, warum in der heutigen Zeit es einfach Sinn macht, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Es gibt so viele Punkte, warum in der jetzigen Zeit es sinnvoll ist, mit Network Marketing zu starten. Weil du zum Beispiel kein Risiko hast. Weil du ein fixfertiges, erfolgreiches Konzept hast, was bewährt ist. Weil du in einer Branche bist, wo jeder selber bestimmen kann und ortsunabhängig je nachdem auch arbeiten kann. Ein Trendmarkt mit der Digitalisierung und alles drumherum. Und schreib dir einfach all die Punkte auf. Warum mit dir? Ganz, ganz wichtig, weil Menschen sich nie einer Firma anschließen aus meiner Erfahrung, sondern immer Menschen.
So, und sie schließen sich vielleicht im ersten Moment klar einem Produkt an, weil sie begeistert sind von einem Produkt. Aber im zweiten, dritten Schritt, warum sie bleiben, ist wegen dir. Weil du dieses persönliche Element reinbringst. Weil dein Geschäft mit dir einzigartig ist und einfach unverwechselbar. Und deswegen, die drei Punkte alle aufschreiben. Und dann, was du dir auch noch aufschreiben solltest, ist, wenn Geld in deinem Leben keine Rolle spielen würde, ich mache da jetzt einfach mal ein Dollarzeichen, wenn Geld in deinem Leben keine Rolle spielen würde, was würdest du tun? Auch da, alles aufschreiben. Ganz, ganz wichtig. Es genügt nicht, wenn du jetzt hier einfach zuhörst. Es sind die kleinen Elemente, die entscheidend sind. Es ist nicht die Information. Information über Network kriegst du heute so viel. Es gibt viele Bücher, es gibt viele Workshops. Du wirst in deiner Company definitiv ganz viele Tools haben zum Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Aber das Einzige, was entscheidend ist, ist die Transformation. Ab dem Moment, wo du sagst, hey, ich kippe alle Ausreden weg und ich komme jetzt ins Tun. Ich mache es einfach. Tag und Nacht, nicht unnötig trödeln, umgekehrt gesagt. Warum? Weil ab dem Moment veränderst du was. Ab dem Moment entsteht dieses Momentum und das spüren auch deine Geschäftspartner. Und das ist im Endeffekt wirklich so dieser entscheidende Moment, wenn es wirklich so richtig losgeht in deinem Geschäft. Also, Gewinne erkennt man am Start, indem man sich genau aufschreibt, okay, was will ich überhaupt erreichen? Vielleicht auch ein Vision Board macht zu dem Thema. Ziel klar, es ist keine Einbahnstraße und schreibt euch auf, warum mit dir, warum dein Produkt, warum dein Geschäft. Das ist das Wichtigste zum Anfang. Der nächste Step ist, Duplikation ist alles, definitiv. Duplikation ist die Basic von einem ganz, ganz großen Network-Unternehmen. Das heißt, du kannst noch so viele Produkte verkaufen, wenn du es nicht schaffst, dass weitere Filialen, Anführungs- und Schlusszeichen, entstehen, wo auch wiederum deine Produkte weitergeben und dieses persönliche Feeling rüberbringen. Weil das ist ja so das Matchentscheidende im Network Marketing. Die Kunden, die wollen Aufmerksamkeit. Die wollen sich wichtig fühlen. Und das können wir nur geben, wenn unser Netzwerk wächst. Und deswegen ist es wichtig, diese Duplikation hinzukriegen. Und da ist ja bei ganz, ganz vielen so dieser Hemmschuh. Das heißt, sie kriegen diese Duplikation nicht hin. Das heißt, sie haben zwar Produkte zum Beispiel, die sie verkaufen können, weil sie begeistert sind. Das ist ja eigentlich easy. Das muss ich übrigens auch nicht lernen. Wer musste jemals lernen, begeistert zu sein? Niemand. Das macht man automatisch. Man hat ein Produkt, man testet es aus, man ist begeistert, man entscheidet sich für diese Network Company zu starten und man gibt diese Begeisterung weiter. Und durch diese Begeisterung, die man weitergibt, entstehen automatisch Kunden. Das ist klar. Das ist der einfachste Schritt. So, der zweite Schritt ist halt, ich beginne als Leader vorauszugehen. Und das braucht ein bisschen mehr. Das braucht vor allem Leadership-Fähigkeiten. Und das braucht im gleichen Moment ganz, ganz viel Klarheit. Weil Klarheit ist Power. Wichtig ist, dass die Leute sich sicher fühlen bei dir und sie genau wissen, okay, wie baue ich jetzt mein Geschäft ganz, ganz konkret auf? Und deswegen macht es ganz, ganz viel Sinn, klare Abläufe, einfache Abläufe zu haben, die deine Leute auch wirklich umsetzen können. Für dich persönlich ist es aber auch wichtig, dass du dich immer wieder auf dein Daily Business konzentrierst, weil Duplikation beginnt immer bei dir. Wenn du Menschen motivieren willst, da gibt es ja auch immer wieder so Leute, die versuchen, andere im Team zu motivieren. Ich sage immer, wenn das Pferd tot ist, dann steig ab. Es ist viel einfacher, neue Leute aufzubauen, als andere zu motivieren. Du wirst Menschen, die nichts mehr machen, nicht zu reißende Distributoren bringen, wenn nicht von ihnen selber der Impuls kommt. Das heißt konkret, die einzige Möglichkeit, wenn deine Organisation, deine Teampartner nicht mehr so aktiv sind wie früher, um die zu motivieren, dass es wieder nach oben geht, da gibt es nur eine Möglichkeit. Und die eine Möglichkeit heißt, du gehst voran.
Du erreichst neue Stufen im Marketingplan. Du hast den Durchbruch. Du gehst ganz nach oben. Und dort sollte der Fokus sein. In jeder Zeit bei dir. Das heißt, du musst immer den Fokus haben in dem Basisgeschäft und dass du Erfolge produzierst. Wenn du das machst, wirst du dein ganzes Team mitreißen und du wirst so auch Momentum entstehen lassen. Was ist wichtig bei der Duplikation? Bei der Duplikation ist eines sicherlich ganz, ganz wichtig, dass du bereit bist, dich selber tagtäglich weiterzuentwickeln. Das heißt, ich würde dir empfehlen, als Tipp, nehme dir Zeit, eine halbe Stunde, 30 Minuten am Tag, ein Buch zu lesen über Network Marketing. So, über Skills, über Stories. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, das beste Spiel meines Lebens, auch von Rekrutier. Das könnt ihr bei Rekrutier im Shop auch kaufen. Da ist meine komplette Story drin, wie ich mit 18 begonnen habe, dieses Business aufzubauen und wie ein Geschäft in über 18 Ländern auf der ganzen Welt entstanden ist. Diese Stories geben dir diese innere Sicherheit und diese immer wieder auch neue Inspiration, dein bester Partner zu sein und auch dein bester Kunde zu sein, weil das ist auch wichtig. Das ist die Basis. Wenn du selber dein bester Kunde bist, werden auch deine Leute bessere Kunden sein. Wenn du dein bester Partner bist und das vorlebst, wird das auch in deinem Team so sein, dass die Leute ihr Bestes geben. Wenn du das nicht machst und sie das Gefühl haben, dass du nur hauptsächlich darauf draus auf bist, Geld zu verdienen und einfach was vorzutäuschen sozusagen und du Dinge sagst, die du selber nicht machst, das ist ganz, ganz ein wichtiges Element. Die Leute machen nie das, was du erzählst, sondern sie machen immer das, was du vorlebst. Ganz wichtiges Element. Das heißt, wenn du nicht neue Leute sponserst, wenn du nicht dein Daily Business machst, wenn du nicht neue Kontakte machst, dann kannst du es von deinen Partnern auch nicht verlangen. Und bei der Duplikation ist es aus meiner Sicht ganz, ganz einfach. Unser Geschäft basiert auf dem Thema Kontakte. Ob ich das jetzt offline mache, ob ich das online mache, ob ich das automatisiert mache, ob ich übers Produkt hauptsächlich gehe oder über die Geschäftsmöglichkeit gehe bei der Ansprache, spielt grundsätzlich keine Rolle. Wichtig ist, ich brauche meinen Werbeslogan, wo ich nachher noch drauf eingehe, wenn ich das Thema mit euch Zielgruppe Sog statt Druck mit euch anschaue. Wichtig ist, ich muss hier vorne Kontakte machen. Nur wenn ich Menschen anspreche, kann ich auch ein Resultat erwarten. Angenommen, ich habe potenzielle Partner und ich spreche sie nicht an. Wie groß ist die Chance, dass daraus Kunden entstehen oder Geschäftspartner entstehen? Wie groß ist die Chance, wenn ich sie nicht anspreche? Die Chance ist bei null, oder? Wie groß ist die Chance, wenn ich sie anspreche? Definitiv höher, als wenn ich sie nicht anspreche. Und irgendwann habe ich halt einfach das klassische Quotengeschäft. Und unser Geschäft ist am Schluss ein Quotengeschäft. Wenn du Menschen ansprichst, wirst du Ergebnisse haben. Wenn du niemanden ansprichst, wirst du kein Ergebnis haben. So einfach ist das. Und das ist ja auch im ganzen Team so. Das heißt, wenn ich jemanden anspreche, ist er offen für mehr Informationen. Natürlich nicht alle. Und das ist auch okay. Das gehört übrigens auch dazu. Nicht jeder, den du heute ansprichst, ist in dem Moment auch begeistert, sich ein Network-Geschäft aufzubauen. Im Gegenteil, es gibt Leute, bei denen ist halt in dem Moment noch nicht der richtige Zeitpunkt. Nimm es nicht persönlich, wenn Menschen Nein sagen, weil es ist nicht persönlich. Manchmal ist es vielleicht einfach, dass die Person noch nicht dieses Selbstvertrauen hat. Manchmal ist es so, dass eure Beziehung einfach noch zu wenig gut ist. Wenn du eine Skala hast von 1 bis 10, so und bei 1 beginnt dein Beziehungslevel und 10 ist das Optimale und du bist irgendwie noch bei 2 oder 3, dann kann der noch keine Entscheidung treffen. Wenn du aber jetzt bereit bist, weiterhin auf das Beziehungskonto einzubezahlen, kann das durchaus sein, dass aus einem Nein in Zukunft ein Ja wird. Ich habe Leute gehabt am Anfang, die haben mich belächelt, wo ich mit Network Marketing gekommen bin, damals mit 18 Jahren. Die haben mich immer als Fußballer gesehen, weil ich vorher Fußballprofi war. So, und die haben nicht geglaubt, dass es sein kann, dass der Phil
irgendwie ein Business aufbaut. So. Und deswegen war das damals auch schwierig. Und ich hatte natürlich ganz, ganz viele Leute, die Einwände gehabt haben, die nicht daran geglaubt haben, die gesagt haben, das ist alles komisch, unseriös und. Wir kennen das alle. So. Und meistens tut das halt einfach weh. Und vor allem, wenn das noch bei den Familien ist, etc. Und wir können aus meiner Sicht nicht dagegen ankämpfen. Das bewirkt das Gegenteil, was wir wollen. Sondern wir gehen einfach ins Verständnis rein. Übrigens allgemein, das könnt ihr euch auch aufschreiben, bei jeder Einwandbehandlung geht ins Verständnis. Wenn die Leute sagen, ja, aber das ist komisch und, sagst du, hey, ich verstehe ich völlig. Am Anfang war ich auch noch unsicher, dann habe ich die Fakten geprüft, die Möglichkeiten gesehen und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, 30, 40 Jahre zu arbeiten, um die Rechnungen zu bezahlen. Und ich wollte es für mich einfach mal ausprobieren, weil wenn ich noch nie Skilaufen gegangen bin, dann weiß ich auch nicht, wie es ist. Entweder stehe ich drauf oder ich lasse es bleiben. Das heißt, möglichst authentisch und sich immer wieder auf den Gesichtspunkt von deinem Kunden oder von deinem Partner einlassen. Das heißt, versuche die Welt, die Einwände immer von dem Gesichtspunkt anzuschauen, wo heute dein Partner oder dein Kunde steht. Und so ins Verständnis reingehen und die Leute abholen. Ganz, ganz wichtig. Wenn du in Kampf gehst, so nach dem Motto, ja, aber ich kenne die Fakten, die Branche gibt es schon so und so viele Jahre und so viele Milliarden Umsatz und du haust den zu mit den Fakten, dann hast du vielleicht die Diskussion gewonnen, aber du hast deinen Vertriebspartner verloren. Weil in dem ganzen Gespräch fühlt er sich als Verlierer und er fühlt sich nicht abgeholt. Wir sollten die Ängste, die die Leute haben, abholen. So, und dann können wir sie in Zukunft als Partner gewinnen. Vielleicht noch nicht in dem Moment, weil die Person vielleicht jetzt Nein sagt, aber du kannst zum Beispiel sagen, hey, ich spüre, es ist für dich jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und das ist völlig okay. Ist es für dich in Ordnung, wenn ich dich einfach auf dem Laufenden halte und wer weiß, vielleicht ist es ja später mal interessant für dich. Ja, das ist meine Erfahrung. Viele Leute, die am Anfang sich das noch nicht so richtig vorstellen konnten, sind heute wesentliche Bestandteile in meinem Geschäft, weil ich sie einfach weiter auf dem Laufenden gehalten habe und das auf einer ganz persönlichen Ebene. Das heißt, wie gesagt, wenn ich Kontakte mache hier, dann entstehen logischerweise Leute, die auch offen sind für mehr Informationen. Und über die Information, sprich Geschäftspräsentation oder Produktpräsentation, entstehen dann Kunden wie auch Geschäftspartner. Und umso mehr da vorne reingeht, umso mehr kommt hier hinten natürlich raus und umso größer wird auch dein Team. Und jetzt ist es wichtig, dass du auch drauf schaust, dass dein Team sich auch optimal dupliziert. Und das kannst du am besten und am einfachsten machen, wenn du vorausgehst und einfach dein Daily Business jeden Tag machst und dein Flow damit erreichst. Das hat immer mit Quoten zu tun. Wenn du jede Woche 50 Kontakte machst, hast du 200 im Monat. Wenn du genaue Statistiken führst, dann weißt du genau, was brauchst du, dass du 2, 4 oder 8 Geschäftspartner in dein Team bringst. Bei 200 Kontakten ist meine Quote, dass du irgendwo zwischen 2 und 8 neue Geschäftspartner jeden Monat gewinnst. Und wenn du jetzt einen Geschäftspartner hast, bei dem das noch nicht so toll funktioniert, dann müsst ihr euch miteinander Gedanken machen, wo ist das Problem? Sprich, wo hat die Person noch die Herausforderung? Deswegen ist es wichtig, eben auch Quoten zu führen, weil wenn du das nicht machst, werden deine Partner früher oder später aufgeben. Das ist so, weil sie das Gefühl haben, dass sie nicht geeignet sind. Aber das ist nicht richtig. Sie haben einfach noch nicht ihr Weg gefunden. Und eine der Hauptkrankheiten im Network Marketing ist Aufgeberitis. Das heißt, die Leute fangen an und hören eigentlich gerade wieder auf, weil sie einfach so die ersten Einwände kriegen und nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Und deswegen ist es wichtig, dass du da ganz nahe
bei deinen Geschäftspartner bist und sie optimal unterstützt, bis sie einfach gewisse Erfolge auch erzielt haben, weil umso erfolgreicher sie sind, umso sicherer sind sie natürlich auch. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Das heißt, arbeite ganz intensiv mit deinen Geschäftspartnern zusammen. So, jetzt kommen wir auf das dritte Thema und das dritte Thema ist Sog statt Druck. Wie kann ich das erreichen? Wichtig ist aus meiner Erfahrung, dass Sie eines nicht machen sollten. Wie gesagt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann offline arbeiten, man kann online arbeiten, man kann automatisierte Prozesse machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du Werbung machen kannst. Eines ist klar, wir müssen Werbung machen, weil das ist ja unser Job. Unser Job ist, neue Kunden aufzubauen fürs Unternehmen und neue Partner aufzubauen. Klar, das ist das Einzige, weil die Firma ja genau das uns überreicht so quasi und sagt, hey, wir geben dir die Möglichkeit, an dem Erfolg zu partizipieren und du baust eigentlich unseren ganzen Marketingkanal, unsere Werbung auf und du hast die Möglichkeit, lebenslänglich beteiligt zu sein an den Umsätzen, was da draus entsteht. So. Und das ist das Einzige, was wir im Endeffekt machen. Und wichtig ist, wenn ich das genau für mich einfach mal als Unternehmen positioniere, ist es doch am wichtigsten, dass ich mir Gedanken mache, was ist meine oder wer ist meine Zielgruppe? Das heißt, das sind die Menschen, die ich als Kunde oder eben auch als Geschäftspartner gewinnen möchte. Das ist wichtig. Also kein Spam, bitte. Also irgendwo im Internet einfach alle anzusprechen auf, hey, ich bin offen, bist du offen für ein Geschäft, ich hab da was und so. Sorry, das ist blöd, weil die Leute fühlen sich da nicht abgeholt und es ist einfach Spam. Und die Leute können das nicht ernst nehmen und es ist auch definitiv nicht fördernd für die ganze Network-Marketing-Branche. Sondern du solltest dir überlegen, welche Personen möchte ich wirklich für mein Geschäft gewinnen? Was ist oder wer ist meine Zielgruppe? Ideal ist, wenn du selber ein Teil von deiner Zielgruppe bist. Also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel die Zielgruppe Mamis hast, jetzt einfach mal so als Beispiel, ist es natürlich ideal, wenn du selber Mami bist, weil deine Zielgruppe sich mit dir identifizieren kann. Was brauchst du, um so perfekt Kontakte zu machen? Weil wir haben ja vorhin gehört, wir haben immer so diesen Beziehungsstatus, sage ich jetzt mal, von 1 bis 10 und idealerweise bist du irgendwie bei 5 aufwärts und dann haben die Leute auch mehr Vertrauen als hier unten. Hier unten hast du wahrscheinlich in dem Moment keine Chance, sondern du musst schauen, dass du im Beziehungsstatus hochkommst. Wie kannst du in den Beziehungsstatus hochkommen? Ist eigentlich relativ einfach. Die Leute müssen sich verstanden fühlen. Sie müssen das Gefühl haben, ihr habt Gemeinsamkeiten. Wenn du Gemeinsamkeiten entwickelst mit deiner Zielgruppe oder sie heraushören, dass ihr gemeinsame Interessen habt, dann bist du automatisch im Beziehungsstatus höher, als wenn du das nicht hast. Und natürlich musst du bereit sein, einfach in dieses Beziehungskonto, sage ich mal, einzubezahlen. Das ist die Basic überhaupt. Wenn du jetzt sagst, okay, Mamis ist die perfekte Zielgruppe für mich, dann ist es das Erste, dass du dir Gedanken machst, was ist meine Problemlösung? Das heißt, welche Probleme hat meine Zielgruppe? Das ist das Wichtigste, weil wenn du ein Geschäft hast, aber keine Probleme löst, dann hast du kein Geschäft. Das heißt, du sagst jetzt zum Beispiel, Mamis ist meine Zielgruppe, weil du selber Mami bist und das Problem deiner Zielgruppe ist, du bist nicht so flexibel in der Zeit wegen der Arbeit. Du möchtest dir aber gerne was Eigenes aufbauen, weil du nicht abhängig sein möchtest von deinem Mann. Es ist aber so, dass du von der Zeit her nicht flexibel bist, weil du ein Kind zu Hause hast und es nicht abgeben möchtest und. Das sind die Probleme. So, wenn du jetzt mit deiner Zielgruppe, sprich Mami, redest, können sie sich voll hineinversetzen in diese Probleme und sie denken, ah, das kenne ich und da denke ich genau gleich darüber. So, und das ist natürlich schon mal perfekt, weil man
dann automatisch im Beziehungsstatus schon hoch geht. Das zweite ist, welche Lösungen haben wir? Das heißt, auch hier, du solltest dir bei den Problemen sicher 5 Probleme aufschreiben, das empfehle ich dir. Und hier bei den Lösungen auch 5 zu den Problemen. So, das heißt, du hast hier auch die 5 Lösungen dazu. Und das ist im Endeffekt einfach das Ziel. Das heißt, du schreibst, welche Probleme die Zielgruppe hat, dann die Lösung. Und am Schluss ist, was hat sich dadurch jetzt bei dir schon bereits verbessert oder was wird sich in Zukunft verbessern? Das heißt, das hier ist das Ziel. Dieses Ziel hier muss für deine Zielgruppe so sein, dass sie denkt, boah, das will ich auch erreichen. Das heißt, wenn du selber den Job hervorragend machst, dann wird natürlich deine Zielgruppe völlig angesteckt sein und wird sagen, hey, dieses Ziel hier, das möchte ich auch erreichen. Also, wie könnt ihr euch das vorstellen? Zum Beispiel, wenn ich jetzt jemand anschreibe online oder wo auch immer, ich muss mir immer überlegen, ja, wo ist meine Zielgruppe? Wo sind dann zum Beispiel die Mamis? Die können auch auf dem Spielplatz sein oder wo auch immer. So, und auch dort kann man sich connecten. Man kann sich auch überlegen, was habe ich für einen Werbeslogan für Mamis? Werbeslogan, was heißt das genau? Zum Beispiel kannst du eine Vision definieren durch deinen Werbeslogan. Das heißt zum Beispiel, du schreibst dir einfach 5 potenzielle Slogans mal auf. Einer könnte zum Beispiel heißen, ich zeige Mamis, wie sie von zu Hause aus ihr Online-Business aufbauen und 3.000 bis 5.000 Euro in den nächsten 2 Jahren verdienen. Oder ich zeige 100 Mamis, wie sie von zu Hause aus finanzielle Unabhängigkeit erreichen und. Du kannst dir 5 Slogans auf ein Blatt Papier schreiben und überall, wo du Mamis triffst, kannst du sagen, hey, meine Herzensaufgabe ist es, Mamis zu zeigen, wie sie ihr eigenes Online-Business aufbauen. Ich baue mir da ein Business dabei auf und ich habe jetzt gerade ein neues Konzept entwickelt. Kannst du mal diese Slogans anschauen und schauen, welche dieser Slogans spricht dich am meisten an? Und dann hast du nämlich den Slogan, der wirklich dann passt. Und wenn du 100 Feedback hast, weißt du auch, welcher Slogan passt wirklich am besten. Und den kannst du dann überall drauf tun und Werbung machen. Ob das jetzt Autowerbung ist oder Facebook auf dem Titelbild oder Instagram oder was es alles noch gibt. Es gibt alle Möglichkeiten. Wichtig ist, dass du als Marke erfolgreich in deiner Zielgruppe bist. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Leute auf dein Profil kommen, auf Instagram und da steht, ich zeige Mamis, wie sie online von zu Hause aus ihr eigenes Online-Business ortsunabhängig aufbauen und die Möglichkeit haben, 5-stellig zu verdienen oder was auch immer, es muss deinen Werten entsprechen, dann ist das was, wenn Mamis auf dein Profil kommen, sagen die, ah, okay, klingt interessant, da will ich mehr darüber erfahren zum Beispiel. Und wenn du dann in deine Zielgruppe arbeitest, zum Beispiel mit Gruppen etc. oder du sprichst wirklich auch Mamis an, sehen sie ja automatisch, für was du stehst. Also fühlen sie sich auch angesprochen. Und mit deiner eigenen persönlichen Geschichte, wo natürlich immer zu deiner Zielgruppe passen sollte, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, du solltest selber deine Zielgruppe sein. Wenn du selber deine Zielgruppe bist, dann wird das natürlich viel, viel erfolgreicher sein, als wenn du sie selber nicht bist. Und dann geht es immer wieder ums Gleiche. Welche Probleme hat meine Zielgruppe? Also du kannst immer, wenn du die Leute ansprichst, per Tonnachricht oder Telefon oder wenn du denen schreibst, kannst du immer sagen, hey, kennst du die Situation? So, ich würde gerne freier sein, selber mein Einkommen definieren, und. Dann hast du die 5 Punkte und die Person kennt natürlich diese Probleme, weil sie sie selber auch kennt. Und kennst du das? Weil vor 2 Jahren oder vor einem halben Jahr habe ich gesagt, hey, da möchte ich was ändern und ich habe die Lösung gefunden. Und dann redest du über die Lösung. Ich habe die Lösung gefunden, wie ich ortsunabhängig arbeiten kann, total flexible Zeiteinteilung etc. Und dann am Schluss machst du natürlich eines, du pitchst die Leute jetzt und fragst danach, hey, wäre das grundsätzlich auch spannend für dich?
weil sie ist ja ein Teil von deiner Zielgruppe, sonst würdest du sie nicht ansprechen. Ist das grundsätzlich auch interessant für dich oder kennst du Mamis, für die das interessant sein könnte? So, und dann bist du immer schon im Gespräch und so baust du am einfachsten eben auch Kontakte auf. Und weil du eben dein ganzes Profil, dein Branding darauf ausrichtest, wirst du Menschen haben, die immer wieder auf dein Profil stoßen und du redest dann hauptsächlich über dieses Thema. Das heißt, wenn du jetzt Mami bist, gehst du auf diese Themen in deinem Post immer wieder ein, auf die Probleme, auf die Lösungen und immer wieder mal auch mit diesem Approach zu dir, melde dich bei mir etc., damit die Leute sich bei dir melden können. Klar. Und das ist für mich Sog statt Druck. Das heißt zum einen, wie gehen die Leute an? Klar, aber in der Zielgruppe, so dass es nicht rüberkommt wie ein Spam. Das heißt, dass du sagst, hey, ich habe gesehen, du bist selber Mami, ich bin auch Mami, du kommst aus Berlin, darf ich dich was fragen oder darf ich dich was Persönliches fragen? Und dann holst du eigentlich Gemeinsamkeiten ab und dann sind die Leute auch offen, mit dir über dieses Thema auch zu sprechen. Und so baust du Beziehung auf. Das ist wichtig, dass du hier hochkommst, weil die Menschen, die sind im Endeffekt einfach daran interessiert, dass sie ihre Herausforderungen, ihre Probleme lösen können. So, und wir sind die, die einfach Lösungen anbieten. Die Leute wollen nicht heute einfach irgendwo in ein Geschäft einsteigen, sondern die Leute wollen ihre Probleme gelöst haben. Und wenn du da deine Zielgruppe hast und bereit bist, das zu tun, dann hast du einfach auch dieser Flow, weil du mit der Zeit natürlich genau weißt, wo ist deine Zielgruppe unterwegs, wo finde ich die, und dann kannst du sie relativ einfach ansprechen und da hast du einen klaren Fokus. Und das ist auch deine Herausforderung, auch in deinem Team, dass die Leute lernen und herausfinden, welchen Menschen kann ich mit meiner Geschichte, weil jeder hat seine persönliche Geschichte, wie kann ich mit meiner Geschichte andere Menschen inspirieren. Also wichtig ist, dass du dir nochmal ganz genau Gedanken machst, wie deine Geschichte ist. Schreib dir als erstes den Background auf. Das heißt, was hast du vorher gemacht? Was hat dich als zweites, was hat dich gestört? Weil du warst ja irgendwo an einem Punkt offen, um diese Möglichkeit Network Marketing für dich anzuschauen. Das heißt, schreib dir auf, was war deine Lösung? Mit Network, warum hast du hier begonnen? Was war das, was dich inspiriert hat zu sagen, okay, das mache ich? Und am Schluss, wie sieht deine Zukunft aus? Was ist jetzt deine Vision? Eben zum Beispiel, ich möchte 100 Frauen oder Mamis zeigen, wie sie online finanzielle Freiheit erreichen können. Oder ich möchte 1000 Menschen zeigen, wie sie finanzielle Freiheit erreichen können. Oder, was ist deine Vision? Und diese persönliche Vision, die kann nicht ich dir geben, sondern die musst du dir selber geben. Da kann dir auch niemand helfen. Aber diese persönliche Vision, die wird entscheidend sein, ob du Menschen anstecken kannst, auf dem Weg zum Erfolg mit dir auf die Reise zu kommen oder eben auch nicht. Und wenn du das schaffst, dann hast du kein Limit. Was ich dir jetzt am Schluss wünsche, ist, dass du den Durchhaltewillen hast, einfach durchzuziehen und einfach weiterzugehen, auch wenn du mal dazwischen das Gefühl hast, es geht nicht weiter. Ich kann dir nur eines sagen, mach weiter, sei bereit zu lernen, wie es geht, sei bereit, an deiner Zielgruppe zu arbeiten, weil das ist das Wichtigste überhaupt, aus meiner Sicht. Sei dein bester Kunde, sei dein bester Geschäftspartner und sei bereit, dich persönlich weiterzuentwickeln. Ich wünsche dir auf deiner Reise ganz, ganz viel Erfolg, alles Liebe, viel Kraft, viel Power und alles, was du dir wünschst. Vielen Dank.